Hier ist eine Übersicht der Tagesetappen dieser Alpenüberquerung von München zum Gardasee. Die erste Etappe führt von München nach Bad Tölz. Am zweiten Tag geht es von Bad Tölz nach Wiesing, das ist bei Jenbach im Inntal. Dann geht es von Wiesing nach Matrei. Am vierten Tag von Matrei über den Brennerpass nach Freienfeld, das ist etwas hinter Sterzing. Die fünfte Etappe geht von Freienfeld nach Bolzano. Am sechsten Tag geht es von Bolzano nach Trento und am siebten und letzten Tag von Trento nach Torbole am Gardasee. Mir war es wichtig, dass speziell in den ersten vier Tagen die Höhenmeter etwa gleichmäßig auf die Etappen verteilt sind. Die erste Etappe führt von München nach Bad Tölz. Sie hat eine Länge von 56 Kilometern, wobei 490 Höhenmeter zu bewältigen sind. Startpunkt ist das Zentrum von München und es geht nun an der Isar aus der Stadt heraus, durch den Stadtteil Grünwald und weiter an der Isar in Richtung Kloster Schäftlarn. Hier wird ein kurzer Abstecher hingemacht und weiter geht es immer noch an der Isar in Richtung Wolfratshausen. Zwischen Wolfratshausen und Geretsried geht es durch das Naturschutzgebiet Pupplinger Au und anschließend weiter nach Bad Tölz, dem Endpunkt der ersten Etappe. Hier mal ein kurzer Eindruck, kurz hinter dem Start mit Blick auf die Isar. Ich befinde mich jetzt auf dem Isarradweg, etwas oberhalb der Isar. Und fahre aus der Stadt München heraus in Richtung Kloster Schäftlarn und dann über Wolfratshausen nach Bad Tölz. Wie gesagt, es ist ein wunderbarer Tag heute, etwa 17 Grad. Ich befinde mich hier ein paar Kilometer vor Wolfratshausen und hier kann man diese traditionellen Floßfahrten unternehmen und die Gruppen machen mir sicherlich viel Spaß, schöne Musik und auch heute erstklassiges Wetter. So, jetzt kommt gleich die Abzweigung über die Brücke zum Kloster Schäftlarn. Jawohl, jetzt geht's hier rechts rüber. 1 Kilometer bis zum Kloster. So, das ist jetzt Kloster Schäftlarn.
Und da werde ich mal eine Kleinigkeit zum Mittag essen. So, hier links ist der Biergarten und da werde ich jetzt mal eine Pause einlegen. Das Kloster wurde im Jahre 762 gegründet und ist heute eine Benediktinerabtei. Neben dem Privatgymnasium mit Tagesheim und Internat betreiben die Mönche Forstwirtschaft, eine Brennerei und auch eine Imkerei. Hier hinter Ascholding geht es jetzt auf die ziemlich stark befahrene Staatsstraße 2072 und es sind noch 18 Kilometer bis Bad Tölz. Und am Horizont kann man bereits die bayerischen Voralpen erkennen. Oh, jetzt geht es hier wieder auf eine ganz schmale Nebenstraße. Aber ich denke mal, da wird nicht so viel Verkehr sein. Ich bin jetzt hier mal abgebogen von der Staatsstraße bzw. von dem daran entlang führenden Fahrradweg, weil der war jetzt gleich wieder zu Ende und versuche jetzt mal über die Dörfer zu fahren. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war ein ziemlicher Umweg von mehreren Kilometern. Und zwar durch wunderbare Landschaft, durch wunderbaren Wald
aber ich bin dann letztlich doch wieder auf der Staatsstraße 2072 gelandet. Runterschalten hier. Jetzt bin ich wieder auf der Staatsstraße 2072 gelandet, aber bis Bad Tölz ist es nun nicht mehr weit. Die Fahrradgarage des Hotels war wirklich klasse gemacht. Sie war geräumig, hatte mehrfach Steckdosen zum Aufladen der Akkus und sogar eine Luftpumpe und Werkzeug. Jetzt mache ich eine Zimmertour und alles tadellos. Sehr, sehr ruhig, klein. Hier ein einzelnes Bett. Ich habe hier ein Einzelzimmer. Und draußen mit Balkon, Blick nach hinten raus, und da hinten rechts ist die Dusche, Badezimmer. Licht anmachen. Kurzes Fazit. Es war wunderbares Wetter. Ich startete morgens bei 17 Grad. Im Tagesverlauf wurden es dann 27, also richtig ein sommerlicher Tag. Und ich habe mich nur unten an der Isar verfahren. Das hat mich einige Kilometer gekostet. Und dann war es keine gute Idee von der Planung her hinter Ascholding, das sind noch etwa 15 Kilometer bis Bad Tölz, auf die Bundesstraße zu wechseln, weil da war sehr viel Verkehr, auch Schwerlastverkehr, sodass ich dann abgebogen bin. Und dieser Umweg hat mich aber auch fast 10 Kilometer gekostet, sodass ich ungefähr 70 Kilometer gefahren bin. Das heißt, es ist sicherlich die bessere Variante, links der Isar, den Radweg München-Venedig ganz normal nach Bad Tölz zu fahren und dann halt hier ins Hotel.
Der Stromverbrauch der heutigen Etappe lag bei 60 bis 80% von 625 Wattstunden. Das heißt, beim Aufladen blinkte am Anfang der zweite von 5 Balken am Akku. Wichtiges Fazit der heutigen Etappe und auch der anderen Etappen auf dieser Tour ist, dass der Akku während der Tagesetappe nicht aufgeladen werden muss, sondern das kann man dann am Abend in Ruhe im Hotel tun.